Hallo ihr Lieben! Hallo! Antje und ich möchten heute mit euch eine Pilates-Beatsback-Notenstunde machen und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ihr stellt euch zu Hause hüftbreit hin, eure Knie sind soft. Ich erkläre euch erstmal die Pilates-Atmung und dann finden wir ganz langsam rein. Die Pilates-Atmung funktioniert so, dass ihr durch die Nase in den Brustkorb einatmet und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Stellt euch beim Ausatmen vor, ihr wollt eine Kerze ausblasen, also ein langes Ausatmen. Die Einatmung, ihr legt eure Hände mal unter euren Rippenbogen. Atmet mal durch die Nase tief in den Brustkorb ein, spürt, wie er weit wird und stellt euch einfach vor, ihr wollt eine Schiebetür öffnen und mit der Einatmung schließt ihr sie wieder. Einatmen, tief in den Brustkorb, die Schiebetür öffnet sich, ausatmen durch den leicht geöffneten Mund, geht die Schiebetür wieder zu. Die Atmung passiert die ganze Zeit. Dabei wird euer Powerhouse angespannt und ihr versucht auch das Powerhouse während der ganzen Sequenz angespannt zu lassen. Ich erinnere euch immer wieder daran. Das Powerhouse besteht mit dem Deckel, ich erkläre es immer wie eine Box. Der Deckel ist euer Zwerchfell, der Boden von der Box sind eure drei Beckenbodenschichten, die kennt ihr alle schon, die haben wir in der letzten Stunde ausgiebig erklärt. Die vorderen Seitenwände sind eure Schräge und eure gerade Bauchmuskulatur und der Rücken ist eure Rückenmuskulatur. Wir versuchen, alles anzuspannen mit der Ausatmung. Wir probieren das jetzt mal. Schließt eure Augen, geht mit euren Gedanken zu eurem inneren Körper. Ihr atmet durch die Nase in den Brustkorb rein. Ausatmen durch den leicht geöffneten Mund und ihr verschließt eure Körpermitte. Zieht den Bauchnabel ganz zuletzt nochmal Richtung Wirbelsäule und versucht die Spannung jetzt zu halten. Einatmen, ausatmen, nochmal die Spannung in der Körpermitte verstärken. Öffnet langsam eure Augen. Wir versuchen mal mit der Atmung eine kleine Übung. Mit der Einatmung kommen eure Arme nach oben. Entschuldigung. Mit der Ausatmung wieder runter. Verschließt eure Körpermitte. Einatmend hoch. Ausatmend runter. Und einmal noch. Ausatmend runter. Eure Arme bleiben am Körper. Einatmen spürt ihr die Länge eurer Wirbelsäule. Mit der Ausatmung gehe ich in die Seitbeuge. Stabile Körpermitte. Einatmen, dort halten. Ausatmen, komme ich langsam wieder hoch. Einatmen, die Länge der Wirbelsäule spüren. Und ausatmen, geht es auf die andere Seite. Einatmen, halten, alles nachspannen. Ausatmen, wieder hoch. Nochmal jede Seite. Einatmen, spürt die Tiefe. Ausatmen, schön in die Seitbeuge gehen. Stabile Körpermitte, Schultern sind weg. Einatmen und ausatmen, wieder hochkommen. Und die andere Seite auch nochmal. Ihr bleibt in der Mitte. Einatmen, geht es jetzt nach vorne gebeugt. Atmet ein durch die Nase. Und ausatmen von der Wirbelsäule an, Halswirbelsäule, Wirbel für Wirbel, ganz langsam einrollen, bis in Höhe Bauchnabel. Einatmen, dort halten. Und ausatmen geht es Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Wirklich jeden einzelnen Wirbel ausklappen. Einatmen, oben die Länge spüren und nochmal von der Halswirbelsäule mit der Ausatmung. Langsam Wirbel für Wirbel bis zur Bauchmitte. Einatmen, dort nochmal halten und ausatmen, Wirbel für Wirbel hochkommen. Oben angekommen, dreht ihr eure Schultern und mit der Atmung nochmal Fußspitzen und Fersen spürt. Ihr steht zentriert in der Mitte, Entschuldigung. Atmet ein,
Ausatmung schwappt ihr mal nach vorne auf eure Fußspitzen. Versucht das Powerhouse schön zu halten. Einatmen, geht ihr wieder zurück in die Mitte. Ausatmen, verlagert ihr euer Gewicht auf die Fersen. Einatmen, wieder in die Mitte. Ausatmen, geht es über auf die linke Seite. Verschiebt euren Beckenboden, spürt es. Einatmen in die Mitte. Und ausatmet nochmal rüber auf die andere Seite. Einatmen in die Mitte. Atmet jetzt ganz normal, versucht euer Powerhouse zu halten und versucht mal die ganzen Punkte zu verwenden. Ich atme ein, spüre die Länge und schwanke mit der Ausatmung Fußspitze, Ferse. Atmet jetzt ganz normal rüber auf die andere Seite und ruhig nochmal. Fußspitze, Ferse. Und kommt langsam in der Mitte wieder an. Lockert euch, legt euch auf die Matte. Aufgestellte Beine. Eure Hände gehen nochmal an euren Brustkorb. Nochmal in Rückenlage euer Powerhouse richtig verschließen. Atmet in euren Brustkorb ein, er wird tief, die Schiebetür geht auf. Ausatmen, verschließt ihr eure Körpermitte, alles wird angespannt, Bauchnabel reingezogen. Spürt eure feste Körpermitte. Ihr atmet schön weiter. Dann möchte ich euch gerne noch eine Beckenstellung erklären. Wenn wir eine Übung machen, wo die Beine hoch in die Tischposition kommen, müsst ihr mit eurem Becken ein bisschen nach vorn kippen. Und zwar ist es jetzt so, wie Antje liegt, die neutrale Position. Ihr habt eine kleine Lücke hinten in eurem Lendenwirbelbereich. Und wenn es jetzt zu der Übung kommt, wo wir die Beine hochnehmen müssen, kippt ihr einfach euer Becken, eure Beckenschaufel nach vorn. Und dann wird die kleine Lücke nämlich auf dem Boden kleiner und ihr spürt, wie eure Lendenwirbelsäule auf dem Boden drückt. Geht wieder in die neutrale Position. Die Arme liegen jetzt entspannt neben dem Körper. Es kommt zur ersten Übung. Mit der Einatmung kommt das linke Bein hoch in die Tischposition. Und mit der Ausatmung tippt die Fußspitze runter Richtung Boden. Einatmend zur Mitte, ausatmend wieder runter tippen. Diese Übung wird im Atemrhythmus gemacht. Eure Beckenschaufel ist ein bisschen nach vorne gekippt. Bein arbeitet weiter in der Atmung und beim nächsten Mal kann Antje noch den entgegengesetzten Arm mit nach oben nehmen. Die Handinnenfläche schaut nach innen. Es wird weiter mit der Ausatmung runtergetippt, mit der Einatmung wieder hoch. Denkt an die Spannung in der Körpermitte, denkt an euren Bauchnabel, dass er schön reingezogen ist. Und ihr habt lockere Schultern und ein flaches Dekolleté. Noch einmal, dann wird mit der Ausatmung das Bein runtergestellt, der Arm geht runter, macht die Beine lang und lockert euch. Die Beine werden wieder aufgestellt, Imprintstellung, also Beckenschaufel kommt vor, Becken kommt hoch, einatmen, ausatmen, tickt ihr wieder mit der Fußspitze runter Richtung Boden, achtet auf eure Wirbelsäule. Achtet auf eure stabile Körpermitte. Der entgegengesetzte Arm fließt nach oben, die Handinnenfläche schaut nach innen. Atemrhythmus, ausatmen wird gearbeitet, einatmen und es wird immer daran denken, dass ihr die Atmung ganz bewusst macht. Und dabei ist eure Körpermitte angespannt. Noch zweimal. Ausatmung runter und das Bein auch. Macht euch einmal lang. Antje zeigt euch jetzt mal eine Sequenz, die ein bisschen für Fortgeschrittene ist. Beide Beine sind aufgestellt. Geht mal erstmal in die Beckenstellung, dass du ein bisschen hochkommst. Jetzt mit der Einatmung nacheinander beide Beine in die Tischposition hoch. Schön die Beckenmitte halten. Das ist wirklich ganz schwierig.
Mit der Ausatmung tippt ein Bein runter. Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen tippt das andere. Das ist wirklich für welche, die schon länger dabei sind und immer abwechselnd. Mit der Ausatmung runter. Nacheinander fließen beide Arme nach oben, Handinnenflächen schauen sich an. Und hier braucht ihr wirklich eine stabile Körpermitte, der wirklich frisch empfunden hat und den Bauchspalt noch so weit offen hat, für den ist diese Übung wirklich noch nichts. Danke. Mit der Ausatmung alles runternehmen, lang ausstrecken, lockert euch. Dann werden die Beine wieder aufgestellt. Mit der Einatmung fließen eure Arme zur Mitte, die Handinnenfläche schauen sich an. Und mit der Ausatmung legt ihr die gestreckten Arme über Kopf ab. Einatmen, wieder zur Mitte anheben. Ausatmen, abgelegt. Achtet wirklich darauf, stabile Körpermitte, Bauchnabel reingezogen, flaches Dekolleté. Und ihr könnt das nächste Mal, wenn die Arme einatmend in der Mitte sind, ausatmen, einfach mal einen Arm ablegen, der andere geht hoch, der andere geht runter und in der Mitte treffen sie sich, einatmen und ausatmen geht es zu einem. Mit der Ausatmung runter, einatmen zurück, einmal noch jede Seite und dann werden die Arme mit der Ausatmung Mitte wieder untergelegt und gelockert euch. Eine Übung noch für die Schultern, die kennt ihr auch schon. Mit der Einatmung fließen die Arme wieder zur Mitte. Die Handinnenflächen schauen sich an. Mit der Ausatmung werden die gestreckten Arme nach oben gezogen. Die Schulterblätter gehen auseinander. Einatmen wieder in die neutrale Position. Und ausatmen drückt ihr die gestreckten Arme in den Boden. Die Schulterblätter gehen zusammen, kennt ihr schon. Einatmen, wieder neutral. Nochmal. Ausatmen, nach oben ziehen. Schulterblätter gehen auseinander. Einatmen, neutral. Ausatmen, gestreckte Arme unterdrücken. Einatmen, neutral. Nochmal. Achtet auf euer Powerhouse. Achtet auf das flache Dekolleté. Die Schultern sind weg. Arbeiten tun jetzt nur die Arme und euer Muskel zwischen den Schulterblättern bekommt eine schöne Behandlung. Und mit der nächsten Ausatmung fließen die Arme wieder zur Mitte. Macht euch lang, lockert euch und dann geht es auf die erste Seite. Seitennadel kommt der untere Arm unter den Kopf ausgestreckt. Ihr seid lang ausgestreckt, stabile Körpermitte. Spannt euer Powerhouse nochmal nach. Die Schulter, der vordere Arm stützt sich ab, die Schulter ist weg von den Ohren und ihr achtet auf eure Beckenstellung. Atmet ein, spürt die Länge der Wirbelsäule und mit der Ausatmung geht das obere Bein gestreckt nach oben und einatmet wieder hoch. Ausatmen, anheben, einatmen. Nur das Bein arbeitet jetzt wieder mit der Atmung. Eure Körpermitte ist angespannt, der Bauchnabel ist eingezogen. Und ihr habt ein stabiles, gerades Becken. Und achtet noch mal ein bisschen, ist meine Schulter auch weg von den Ohren. Ihr macht die Übung weiter. Jetzt gibt es einen kleinen Atemwechsel. Mit der Einatmung geht das obere Bein jetzt hoch. Das untere schnappt hinterher und ausatmend gehen beide in Zeitlupe wieder runter. Der Einatmen hoch, das untere schnappt hinterher, ausatmend gehen beide wieder runter. Und ruhig nochmal und dabei wieder auf das Becken achten, stabile Körpermitte. Das letzte Mal. Dann winkelt ihr eure Beine an, klopft mal eure Hüfte aus. Die
Beine liegen angewinkelt übereinander. Das untere bleibt auch so liegen und das obere streckt wieder lang aus. Stabile Körpermitte. Einatmen, die Länge spüren und mit der Ausatmung kickt das gestreckte Bein nach vorn. Einatmen, wieder zurück. Und wenn es nach vorn kommt, geht der Fuß in diese Flexposition. Fußspitze ist einatmen und nach vorn gekickt geht es flex, genau. Einatmen, zurück, stabile Körpermitte. Becken wieder schön gerade halten, Schulter ist weg von den Ohren. Und ihr atmet in den Brustkorb ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Noch zweimal gekickt. Und alles runter, winkelt beide wieder an, klopft eure Hüfte schön aus. Beide Beine werden nochmal lang ausgestreckt. Stellt eure Hüfte wieder schön gerade. Zieht euer Powerhouse nochmal nach. Atmet ein, spürt die Länge der Wirbelsäule und ausatmen. Geht jetzt beide Beine nach oben. Einatmen, wieder runter. Stabile Körpermitte. Schulter ist weg von den Ohren. Mit der Einatmung runter, mit der Ausatmung runter. Und noch zweimal. Dann winkelt ihr euch wieder an, klopft euch aus und geht bitte in die Bauchlage. In der Bauchlage achtet ihr ein bisschen drauf, dass ihr hoffentlich gerade gestillt habt, weil es sonst ein bisschen unangenehm wird. Und euer Powerhouse ist ja angespannt, der Bauchnabel ist reingezogen. Und ihr stellt euch einfach mal vor, ihr habt euch einen Eiswürfel unter den Bauchnabel gelegt. Und ich muss den Bauch so einziehen, dass der Eiswürfel nicht gleich schmilzt. Antje hat sich schon in die Position gelegt, eure Arme kommen lang an den Hosennaht. Der Körper ist lang ausgestreckt, der Kopf ist in Verlängerung und schwebt über dem Boden. Mit der Einatmung spürt ihr die Länge der Wirbelsäule. Ausatmen, kommt jetzt der Oberkörper nach oben, eure Hände wandern an der Hosennaht Richtung Knie. Einatmen, oben halten und ausatmen, geht es wieder runter. Diese Übung ist ganz super für eure tiefe Rückenmuskulatur. Sie liegt links und rechts an eurer Wirbelsäule und kann nur durch eine Übung angesteuert werden, nicht bewusst. Also ich kann es nicht sagen, wenn man Rücken anspannt, alles ist gut. Man kann wirklich nur durch diese Übung die Rücken, die tiefe Rücken und die tut euch immer so doll weh, wenn ihr eure Kinder nicht ganz also, der Ausatmung hochkommen, Kopf bleibt in Verlängerung, lang ausgestreckte Beine, wirklich die gesamte Körperspannung spüren. Ein letztes Mal und denkt an den Eiswürfel, der liegt noch unter eurem Bauchnabel. Dann nehmt ihr eure Arme nach vorn, legt sie schon mal unter euren Kopf. Ruht euch aber einen Moment aus. Dann werden die Hände unter die Stirn gelegt. Die Flügel sind weit ausgestreckt. Versucht auch eure Schultern wegzubekommen von euren Ohren. Die gleiche Übung wie eben, nur jetzt sind die Hände unter der Stirn. Ihr atmet ein, spürt die Länge. Und mit der Ausatmung kommt ihr wieder hoch. Die Hände bleiben an der Stirn kleben. Einatmen, oben halten und ausatmen. Stabile Körpermitte, die Rückenmuskulatur wird angespannt und es müsste dann so ein bisschen in den Oberkörper reinziehen. Dann habt ihr die gesamte Rückenmuskulatur links und rechts von eurer Wirbelsäule aktiviert. Und die letzten zwei. Ruht ihr euch einen Moment aus, lockert euch, fasst links und rechts neben euren Oberkörper, das war gut schon, links und rechts neben den Oberkörper und dann geht es nach oben, die streckt die Arme zum Muschel. So. Einmal ausruhen, wirklich ganz klein, es gibt verschiedene Ausdrücke, ich sage immer die Stellung des Kindes dazu, bei Kindern ruhen sich auch so aus, im
Pilates heißt aber auch wie eine Muschel. Auf jeden Fall solltet ihr euch ausruhen, euren Rücken entspannen. Und ihr kommt mit der Ausatmung ganz langsam nach oben. Lockert euch und es geht in die andere Seitenlage, die muss ja auch noch dran. Wieder lang ausgestreckt, der untere Arm kommt lang ausgestreckt unter den Kopf. Eure Beine sind lang ausgestreckt, die Hüfte wird gerade gestellt, das Powerhouse wird wieder nachgezogen, Schulter ist weg von den Ohren. Einatmen, spürt ihr wieder die Länge und mit der Ausatmung das obere Bein anheben und wieder runtersetzen. Achtet wirklich darauf, beim Ausatmen, die Körpermitte ist angespannt, meine Hüfte steht gerade, die Schulter ist weg von den Ohren und arbeiten tut nur mein oberes und gestrecktes Bein. Der Ausatmen runter, der Einatmen. Aber Anke hat es richtig gemacht, ich habe es nur falsch gesagt. Alles gut. Jetzt kommt die andere Geschichte. Das wird, mein Kopf war schon weiter. Wir sollten nämlich jetzt mit der Einatmung hoch. Das untere schnappt hinterher und in Zeitlupe gehen beide wieder runter. Da ist einmal die Atmung verkehrt, aber für diese Übung muss sie so sein, weil ihr mit der Ausatmung in Zeitlupe runteratmen müsst. Einatmen hoch, das andere schnappt hinterher, in Zeitlupe gehen beide wieder runter. Ein letztes Mal, einatmen hoch, ausatmen, mit der Ausatmung. Winkelt euch an, klopft euch aus. So, ihr bleibt in dieser Position liegen. Das untere Bein ist wieder angewinkelt, das andere wird wieder das obere nach vorne gestreckt. Nochmal die Hüfte korrigieren, nochmal die Körpermitte anspannen. Atmet ein, spürt die Länge und mit der Ausatmung kickt ihr wieder nach vorne. Der Fuß kommt in Flexposition. Einatmet mit der Fußspitze wieder nach hinten. Gestrecktes Bein spürt die Hüfte, spürt die Spannung und die Körpermitte ist angespannt. Sehr schön. Ein letztes Mal. Dann legt ihr die Beine wieder. Klopft euch nochmal aus, macht die Beine nochmal lang, stellt die Hüfte wieder ein, Powerhouse nochmal nachziehen, Bauchnabel reingezogen, atmet ein, spürt die Länge und mit der Ausatmung gehen beide nach oben, einatmen wieder runter, ausatmen hoch, einatmen, Schulter ist weg von den Ohren, gerade. Winkelt ihr eure Beine wieder an, lockt euch aus, kommt langsam nach oben, bleibt aber auf der Matte sitzen mit lang ausgestreckten Beinen. Wem das jetzt noch unangenehm ist und noch nicht so richtig sitzen kann, weil ihr sollt jetzt euren geraden Rücken spüren, der kann sich auch ein Kissen unter den Po legen oder wer zu Hause kein Kissen hat. Ihr richtet euch auf, spürt euren geraden Rücken, streckt eure Arme zur Seite. Jetzt kommt eine Verdrehung in der Körpermitte. Achtet darauf, dass eure Schultern weg sind von den Ohren. Ihr spürt mit der Einatmung die lange Wirbelsäule und mit der Ausatmung dreht ihr den Oberkörper zur einen Seite. Verdrehung in der Körpermitte. Das Becken bleibt vorne stehen. Mit der Ausatmung drehe ich mich. Der Bauchnabel ist reingezogen. Schöne Aufrichtung. Spürt den geraden Rücken. Schultern sind weg von den Ohren. Wem es an den Beinen unangenehm ist, der kann sich auch unter die Knie ein Kissen legen, weil nicht alle können mit lang ausgestreckten Beinen so gut sitzen. Und achtet aber darauf, dass euer Rücken schön gerade und aufgerichtet ist. Einmal noch in jede Richtung. Mhm.
euch, nehmt die Arme runter, ruht euch aus und begebt euch langsam in den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand achtet ihr darauf, dass eure Beine hüftbreit geöffnet sind und ihr achtet darauf, dass eure Schulter und Handgelenke auf einer Höhe sind und auch die Hüfte und die Kniegelenke. Schöner gerader Rücken, Powerhouse ist angespannt. Mit der Einatmung holt ihr euch das linke Knie nach vorne zum Kopf und mit der Ausatmung streckt ihr das Bein hinten gerade aus. Einatmen nach vorne, ausatmen nach hinten strecken. Auch hier habt ihr wieder einen stabilen Rücken. Arbeiten nur das Bein. Also ihr könntet jetzt ein Tablett mit Wassergläsern draufstellen und es würde nichts überschwappen. Stabile Körpermitte, Bauch. Lasst ihr das Bein hinten ausgestreckt, holt euch den entgegengesetzten Arm nach vorn, atmet nochmal ein, spürt erstmal die Körpermitte, spürt die Stabilität, atmet ein und atmet aus. Weiter geatmet und Arm und Bein machen aber kleine Auf- und Abbewegungen. Stabile Körpermitte, Bauch. Und die letzten zwei. Alles runter. Macht euch klein, begebt euch in die Stellung des Kindes und ruht euch aus. Richtet euch wieder auf. In den Vierfüßlerstand. Wieder alles einrichten. Schulter, Handgelenke, Hüfte, Knie. Fand ihr schon ganz schnell? Mit der Ausatmung kommt jetzt das rechte Bein nach hinten, einatmen, Knie zum Kopf, ausatmen, nach hinten strecken. Und das Bein bleibt hinten ausgestreckt, holt euch den entgegengesetzten Arm nach vorn. Erstmal die stabile Körpermitte spüren. Atmet normal weiter und Arm und Bein machen kleine Auf- und Abbewegungen. Bauchnabel ist schön reingezogen, stabile Körpermitte. Die letzten zwei. Und wieder auf alles runternehmen, in die Stellung des Kindes gehen. Ruht euch aus. Ihr richtet euch mit der Ausatmung auf und geht in den hohen Kniestand. Die gleiche Übung wie vorhin im Sitzen könnt ihr auch im hohen Kniestand machen. Entweder könnt ihr die Arme ausgestreckt lassen oder ihr legt eure Hände auf die Schultern. Mit der Einatmung geraden Rücken und langen Rücken spüren und mit der Ausatmung wieder Verdrehung im Oberrücken. Einatmen zur Mitte, ausatmen rüber auf die andere Seite. Achtet wirklich auf die Aufrichtung, auf euer stabiles Powerhouse, Bauchnabel ist reingezogen und die Hüfte bleibt nach vorne gestrahlt, als wenn da zwei Scheinwerfer dran sind. Die Verdrehung ist nur in der Körpermitte. Einmal noch zu dieser Seite. Geht nochmal in die Rückenlage. Aufgestellte Beine. Achtet nochmal. Verschließt nochmal ein bisschen mehr Powerhouse, falls etwas aufgegangen ist. Jetzt kommt es zur Brücke. Atmet ein. Spürt die Länge eurer Wirbelsäule. Und vom Steißbein an geht euer Po langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Euer Rücken geht hoch in die Brücke. Spürt wirklich jeden Wirbel. Einatmen, oben halten und ausatmen, Wirbel für Wirbel wieder absetzen. Ich vergleiche diese Übung immer ganz gerne mit einer, stellt euch vor, ihr seid eine Perlenkette und mit der Ausatmung wollt ihr jede Perle einzeln ablegen. Jede
fasst ihr mal von außen eure Knie, zieht sie mal zum Oberkörper, rollt mal einmal euren Rücken zur Seite aus. Und stellt die Beine nochmal auf. Ihr könnt sie entweder lang ausstrecken oder aufgestellt lassen. Für die Anfänger ist es aber wirklich mit aufgestellten Beinen besser. Ihr wollt dort nochmal einen Hüftkreis machen. Die machen wir beide Beine lang. So. Mit der Einatmung kommt das linke Bein hoch in die Tischposition. Ihr könnt es entweder, so wie Antje jetzt schon macht, schwierigerweise hochstrecken. Ihr könnt es aber auch in den Tisch lassen. Atmet ein und mit der Ausatmung dreht ihr aus der Hüfte heraus das Bein. Und zwar ist es eine halbe. Ausatmend, einatmend komme ich zur Mitte, ausatmend wieder raus. Es ist wirklich mit dem angewinkelten Bein einfacher, gerade am Anfang, weil ihr sollt bewusst auf die andere Hüfte achten, schön gerade bleibt und nicht hin und her wackelt. Antje macht es richtig, sie legt eine Hand auf die Hüfte und spürt, dass wirklich nur das linke Bein arbeitet. Wer mehr möchte, kann es nach oben strecken und hier auch aus der Hüfte raus ausatmen, einatmen, den Kreis schließen, ausatmen. Dann stellt ihr langsam das Bein zurück, legt es langsam wieder auf die Matte, holt euch mit der Einatmung das andere Bein hoch, entweder im Tisch oder gestreckt und auch hier wieder den Hüftkreis machen. Stabile Körpermitte, stabile andere Hüfte. Flaches Dekolleté, Schultern sind weg von den Ohren. Sehr schön. Und auch nochmal genau gestreckt. Winkelt das Bein an, legt es zurück, lockert euch, streckt die Arme auch über den Kopf, öffnet langsam euer Powerhouse, lasst euch schön fallen, atmet tief in den Bauch rein, langes Ausatmen und dabei richtig fallen lassen. Nichts ist mehr angespannt, alles ist locker. Regelt und reckt und streckt euch nochmal, dreht euch über die Seite, denkt dran, richtet euch.